Man hört jetzt Lowe, Lowe. Ja, jemand hat es vergessen. Der Schlüssel liegt auch noch da. Okay, nee, das ist ein Kind, der holt es bestimmt noch ab. Hallo zusammen! Endlich mal ein schönes Wetter. Fast ein blauer Himmel in Deutschland. Wir haben jetzt, was haben wir jetzt eigentlich? 20. Februar. Genau, bald kommt ja der Frühling. Langsam, langsam fangen schon die Vögel an zu singen. Alle. Schnee ist schon weg. Alle warten auf diese Zeit. Wie bitte? Alle warten auf diese Zeit. Ja, Ja? das stimmt. Ich warte auch auf diese Zeit, also ich weiß nicht. Ich mag ja, wie gesagt, ich habe ja nichts gegen Winter, überhaupt nicht. Ich mag Winter, aber einen richtigen Winter finde ich schön, zum Beispiel viel Schnee, ja, minus 10 Grad. Das ist doch was Cooles, aber hier in der Gegend, wo wir wohnen, halt im Raum Stuttgart, ist der Winter also wirklich. Da ist der Winter in Estland viel besser. Da hat es wirklich minus 10, minus 20 Grad, Sonnenschein, Schnee und ja, Guck mal, die so. Blumen schon kommen. Wo kommt die? Oh, stimmt, guck mal. Da kommen schon die ersten Blumen. Das ist ja interessant. Finja, du siehst alles wirklich. Das ist echt cool. Ja, vor 5 Jahren warst du ja in Deutschland. Vor 5 Jahren bist du das erste Mal nach Deutschland gekommen. Und was war? Du kamst Ende März, ja? Und Ende März hat damals plus 15 Grad gehabt. Und du sagtest immer, ja, das ist so kalt. Aber jetzt, wo du hier im Winter warst, ist für dich eigentlich plus 15 Grad und Sonne eigentlich gut. Vielleicht letztes Mal habe ich nicht richtig angezogen. Du warst nicht richtig angezogen, genau. Du warst, Aber ja. jetzt richtig, es ist okay. Genau, dann ist es auch nicht so kalt, Ich gell? weiß schon, wie und was soll ich tragen. Ja. Ja, deswegen sage Deswegen. ich ja immer, es gibt nie ein schlechtes Wetter, eigentlich, ja. Das kommt immer darauf an, wie man sich anzieht. Zum Beispiel in Deutschland, wenn es wirklich kalt ist, da kannst du 10 Pullover, 2 Jacken, ja, übertrieben gesagt, und 4 Mützen anziehen. Und dann wird es dir nicht kalt. Aber in Thailand, so von der Kälte kannst du dich schützen. Aber von der Hitze nicht. Nur über die Klimaanlage, Air Conditioner. Ich sagte, in Deutschland, wenn es kalt ist, ja, dann kannst du viele Jacken anziehen, zum Beispiel. Nein, Aber in Thailand. zu Hause, du brauchst auch Heizung. Heizung, ja, Ja, genau. Ja. zum Beispiel draußen brauchen wir auch keine Klimaanlage. In Thailand. Ja, kann nicht wie in Deutschland. Ja, natürlich schon, aber zum Beispiel in Thailand, wenn das wirklich Hitze ist, ja, dann kannst du dich kaum verstecken. Und das Schlimmste für mich in Thailand, ich weiß nicht, wie das euch geht, ja, du frierst ja schnell, aber für mich ist das Schlimmste in Thailand, ich mag das, das ist ein wunderschönes Land mit einem sehr, sehr eigentlich guten Wetter, ja, aber für mich ist manchmal das Schlimmste in Thailand in der Nacht, wenn ich keine Klimaanlage hatte und ich hatte ein paar. So, ja, wie soll ich das sagen? So Hostels, ja, ganz, ganz günstige Unterkünfte. Es gab keine Klimaanlage. Und nachts, wenn es plus 28, plus 30 Grad im Zimmer ist, da kann ich nicht schlafen, meine Liebe. Auch Fern ist er genug? Wie bitte? Fern. Was? Fern. Fan? Ah, Ventilator. Ja. Ist er genug? Ja, für dich, für mich ja nicht. Und leben Sie in der Stadt, Sie brauchen eine Klimaanlage. Ja. Das ist, der Luft ist nicht so gut, aber Ja. wenn nicht in der Stadt, zum Beispiel in der Nähe, ja? Ja. Da kommt Tom zum Beispiel. Ich brauche keine Klimaanlage. Warum nicht? Die Luft. Die Die Luft. Luft ist ganz sauber. Ja, okay. Also ich finde in Thailand, ich Und ich brauche. war jung, Ja. aber jetzt weiß ich es nicht. Ja. Also ich finde in Thailand, wo ich keine Klimaanlage brauche, ist das Einzige, wenn ich in der Nähe vom Meer bin, wirklich, ja, dann brauche ich, obwohl, nee, kann man so auch nicht sagen, in Phuket habe ich auch in meine Klimaanlage gebraucht. Aber wie gesagt, ich war 3, 4 Mal in so Unterkünften, die waren wirklich ganz günstig. Ich habe, glaube ich, 10 € oder so für die Nacht bezahlt oder 8 €, ich weiß es nicht mehr. Und da gab es keine Klimaanlage. Und da bin ich fast eingegangen nachts. Wirklich, nachts war es für mich schlimm. Und sonst erzähl mal, wie geht's dir? Heute. Allgemein.
Ja, gut. Besser, Eiswinter. Ja? Lauf du doch. Ja, ich lauf, ich lauf, ich lauf. Ja, so ist es, unsere Lieben. Das ist unsere Neighborhood, So lebt man da. Nachbarschaft. Du fühlst dich jetzt besser, das Ja, ist besser, schön. schon besser. Wenn du dich besser fühlst, dann fühle ich mich auch besser. Ja, Nee. ist so, wo du dich die ganze Zeit schlecht gefühlt hast, war ich auch traurig. Zum Beispiel hier kann man mit dem Holz heizen in Deutschland im Winter. Hier, bitteschön, kurz scannen. Und dann kann man das auch kaufen. Hier, bitteschön. Ja, das ist so. Verkaufen? Ja, die verkaufen das Holz. Und da kannst du das Holz kaufen und nachts, wenn du, sag mal, keine Heizung hast, kannst du mit dem heizen. Verstehst? Ja. Genau. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir, wie gesagt, Ende Februar. Wir laufen jetzt mit der Pinja kurz zum Norma. Die braucht wieder mal den Fisch für Luca. Und, ja? Kalt, aber die Sonne scheint, das ist für mich wie frischer. Frischer, ja, Ja. genau. Waren dunkel und kalt Wolken und immer, das Regen grau, grau. und oh. Oh, Ist nein. nicht so schön, gell? Du bist auch eher Sonnenmensch, oder? Ja. Aber du, wenn das in Deutschland warm ist oder heiß ist, wie im Hochsommer, ja, dann versteckst du dich oft von der Sonne. Du versteckst dich von der Ja, Sonne, aber natürlich, das ist so stark. ja. Aber in Deutschland zum Beispiel 30 Grad, ja? Ja. In Thailand auch 30 Grad. Ja. Aber für mich, in Thailand ist heißer. Ich finde in Deutschland. Gleicher Grad, aber in Thailand, in der Luft ist auch heiß. Aber in Deutschland, wenn sie stehen, in Im Schatten, Schatten, Schatten. Shadow. Schatten Schatten. auf Deutsch, ja. Das ist wie in Klimaanlage für mich im Okay, Sommer. okay. Aber Interessant. wenn stehe ich zum Beispiel face of the sun, something like that. Ja. Of course, natürlich, das ist heiß, gleich wie in Thailand. Ja. Aber in der Chat oder was? Schatten. Schatten. Das finde ich in Thailand ist heißer. Ja, weil in Thailand ist die Luft selbst Ja, heißer. ja, ja. Weil klar, in Thailand ist ja nachts, da fallen die Temperaturen ja nicht so wie in Deutschland. Gut, in Deutschland kann es im Hochsommer plus 35 sein, plus 36, ja. Aber nachts kühlen die Temperaturen auf plus 18. Ja, das ist ein Ja. Riesenunterschied. In Thailand hat es plus 35 oder plus 32 und im In der Wind Nacht 28. in der Nacht 28. Und das finde ich ja, das ist ja das Schwierige für mich, nachts in Thailand zu schlafen ohne Klimaanlage. Das ist unmöglich. Mit Ventilator würde das In natürlich gehen Thailand in dann. der Stadt, ja. Ja. Aber und ich war jung, es war manchmal auch kalt in der Nacht. Aber Ja? ich lebe nicht in der Stadt. Ich habe Ratchaburi. gewohnt. Nein, kein Beton. Aber weißt du noch, wo ich bei Es deiner ist Mutter. viele, viele Bäume. Bei deiner Mutter war ich doch mal, ja, in Ratchaburi. Und da habe ich ja auch geschlafen. Das war Kalt. auch kalt. Ja. Aber Es warum? ist Und dann sind an wir, der Berge. ja, an den Bergen, genau. Und dann sind wir nach Bangkok gekommen, weißt du noch? Dann war es warm Ja, plötzlich. ja, Aber ja. dort ist es kalt, Kalt, es nachts. ist nicht viele Leute und viele Bäume, glaube ich. Wald, Ja. Wald, ja, genau. Also Leute, wir laufen jetzt mal zum Norma, dann holen wir den Lukas Fisch, wie ich das schon erwähnt habe. Und dann braucht man noch seinen Sand und dann noch ein paar andere Dinge. Wir nehmen euch einfach mal mit. So, jetzt haben wir hier Lukas Fisch gekauft und noch Fischstäbchen. Und jetzt gehen wir noch weiter zum Lidl. Die Pinja hat mich gefragt, welche Schuhgröße ich habe. Dann habe ich gesagt, sie weiß es, 44 oder 43, 44. Und dann sage ich, ja, ich weiß auch, welche Schuhgröße du hast. Da sage ich. Sagt sie, wie viel? Sage ich 38, 39. Da sagt sie, nein, 98. Die hat es verwechselt. 38, Ja. nicht 98. Ja. 98, das sind nicht Menschen. Ja, Keine Menschen. das sind Elefanten, das stimmt. Was ist eigentlich dein Lieblingstier? Tieren? Ja, dein Lieblingstier. Natürlich, Katze. Außer Katze. Frogen. Vögel. Vogel. Also Ja, das ist Vogel. aber kein Tier. Haustiere, meinst du? Nein, allgemein Tiere, die im Dschungel wohnen oder irgendwo, zum Beispiel Wolf, Ich weiß Bär, es nicht. Ich weiß es nicht. Tiger, Kann nicht sagen. Tiger.
Normalerweise Tieren für mich alle ist gut. Gut, cute, you know. Cute. Okay. Und Elefant? Elefant auch, aber ich möchte nicht zu neben sein. Ja, wie heißt der Elefant auf Thailändisch? Chang. Chang, mai? Mhm. Chang. Chang Arai, mai? Nein, ich habe noch nicht probiert. So, unsere Lieben, hier haben wir jetzt für den Luca auch den Sand geholt. Ist ein bisschen teurer geworden. Und für heute 2 Flaschen Augustiner. So, unsere Lieben, jetzt haben wir noch einen kleinen Zwischenstopp bei McDonald's gemacht. Noch einmal Hamburger. Ja, wir haben jetzt 2 Big Mac, eine Pommes und eine Cola bestellt. Also so viel los hier in McDonald's. Ja, so viele Leute. Das hätte ich nie im Leben gedacht, dass so viele Menschen wirklich im Fast-Food-Restaurant essen. Das ist, also das ist alles voll. Aber Pina wollte mal einen Hamburger oder Big Mac. Dann lassen wir uns das gönnen. Euch auch einen guten Appetit, falls ihr momentan was isst. Und vergisst uns ein Like. Vergisst uns nicht ein Like da zu lassen. Also auf jeden Fall gebt uns ein Like. Mhm. Abonniert den Kanal. Und schreibt einen Kommentar. So, meine Lieben, hallo zusammen. Wir sind jetzt hier mit der Pina in so einem Happy Valentine's Tag. Für jeden. Wir sind mit der Pina jetzt in so einem japanischen Restaurant. Jetzt möchten wir was essen. Ich nehme wahrscheinlich Ramen. Und die Pina wird sich dann später entscheiden. Hier gibt es halt alles Mögliche von Japan, von Salaten bis zu Sushi. Verschiedene Sushi und ja, halt japanisches Essen. Jetzt suchen wir uns was aus und dann bestellen wir, gell, Pina? Sehr glücklich. So, Leute, haben wir zweimal Nudeln bestellt. Einmal Kimchi Soup, Ramen, ja, Kimchi Ramen, und einmal Miso, das ist meine. Mhm. Und ich kenne hier alles, zum Beispiel, das ist Asien-Essen. Mhm. So, das ist nicht so schwer für mich zu bestellen, yeah, wie Italienisch zum oder, Beispiel. Oder Deutsch. Oder Deutsch? Ja. Dankeschön. Jetzt kommen meine Getränke. Ja. Ich weiß es nicht. Der bringt es gleich. Probier ich. Das ist Miso. Aber Leute, halbe Stunde muss man warten. In Thailand besser. Das ist Kimchi. Du kannst das nicht kaufen. Warum nicht? Schau für dich. So, unsere Lieben, jetzt sind wir gerade aufgestanden. Irgendwie müde heute. Ja, die Pina ist schon in der Küche, die kocht hier etwas. Komm, schauen wir mal, was sie kocht. So, was hast du heute vor zu kochen, Pina? Was wird es? Das ist von Schwein. Schweinefleisch, ich, ja. Ich mache Hackfleisch. Hackfleisch? Mhm. Pad Kapau? Nein. Nicht aber fast gleich. Aber ähnlich, ja? Ja. Okay. Für uns nicht gleich, aber für Ausländer vielleicht gleich. Okay. Sie können nicht Unterschied sehen. Ja. Und wie heißt das Gericht in Thailändisch? Lab. Okay, isst man das mit Reis, oder? Ja, Sticky Reis. Mit Sticky Reis? Ja, okay. Habe ich schon gekocht. Und wird das scharf sein? Ja, ein bisschen. Okay, cool. Also Leute, euch einen guten Appetit. Ich zeige jetzt mal, wie das später aussehen wird.